herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eckpunkte. Im Märzen der Bauer die Rösslein anspannt, heißt es in einem alten Kinderlied. Die Rösslein, die Pferde, spannt natürlich kein Bauer mehr an, sondern den Traktor. Aber auch das werden immer weniger. Immer mehr Landwirte geben ihren Hof auf, weil er schlicht und einfach nicht mehr genug einbringt. Oder weil sie, wenn sie älter werden, keinen Nachfolger finden. Was heißt das für die Landwirte? Was heißt das für ländliche Regionen wie die Eifel oder den Hunsrück? Müssen wir uns daran gewöhnen, künftig statt wogender Kornfelder vielleicht immer häufiger Brachflächen zu sehen? Woher kommen dann Milch und Brot? Oder gelingt es den Bauern, neue Einkommensquellen zu erschließen, indem sie zum Beispiel besonders qualitätsvolle Produkte erzeugen oder indem sie Strombauern werden und aus Biogas und Windkraft Energie erzeugen? Um diese Fragen geht es in dieser Ausgabe von Eckpunkte. Gäste im Studio sind Markus Pfeiffer, er ist Geschäftsführer der Regionalmarke Eifel GmbH, die versucht, kleinen und mittelständischen Betrieben in der Eifel zu helfen, zum Beispiel durch Förderung von Qualität oder auch durch Marketingmaßnahmen. Herzlich willkommen, Herr Pfeiffer. Alfred Begon ist Landwirt. Sein Hof mit 80 Milchkühen steht in Messerich bei Bitburg in der Eifel. Außerdem ist Alfred Begon unter anderem aktiv in der katholischen Landvolkbewegung im Vorstand des Diözesanverbandes Trier. Herr Begon, Bauern klagen ja heutzutage auch, wie andere auch, über immer mehr Bürokratie, über immer mehr Formularkram. Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie mehr im Stall oder mehr am Schreibtisch? Ja, ich würde sagen, ich bin noch mehr an meiner Arbeit wie am Schreibtisch, aber das ergibt sich Hand in Hand. Heute Morgen bin ich zum Beispiel aufgestanden. Da war eine Kuh krank gewesen, habe den Tierarzt gerufen und nachher habe ich dann Dokumentationspflichten gehabt. Und sowas ist im Prinzip schon in Fleisch und Blut übergegangen, das macht man. Aber auch viel Formularkram mittlerweile in der Landwirtschaft. Das ergibt sich dann so, ja. Wie sieht Ihre Arbeitszeit aus? Wie viele Stunden arbeiten Sie am Tag? Ja gut, ich habe mir das vor der Sendung hier auch überlegt. Also man steht morgens um 6 Uhr auf, abends um 8 Uhr ist dann normalerweise Schluss. Aber da sind 2 Stunden zwischendurch, aber auch Luft, wo man mal zu essen kann und auch eine Pause machen kann. Also 12 Stunden sind es in der Regel. Auch schon mal, man ist ja selbstständig und flexibel, auch schon mal 10 Stunden, aber in der Ernte sind es dann auch bis 18, würde ich sagen. Und Milchviehhaltung, die Kühe wollen auch am Wochenende gemolken werden wahrscheinlich. Ja, das hat man gewusst, bevor ich den Job ergriffen habe, wusste ich schon vom Kindsbein an, dass das Samstag, Sonntags durchgeht. Und ich habe jetzt 20 Jahre hinter mir, wo ich das praktisch mit meiner Frau alleine gemacht habe. Jetzt habe ich einen Sohn, der mit einsteigt in den Betrieb und dann kann man sich schon mal am Wochenende abwechseln. Und das ist schon eine Riesenerleichterung. Ja. Angestellte haben so um die 30 Tage Urlaub im Jahr. Wie sieht das bei Ihnen aus? Ja, das ist schon ein Problem. Also man müsste sich mehr Auszeiten nehmen, aber die nimmt man sich im Prinzip nicht, weil man zu viel im Betrieb drinsteckt. Das heißt, richtig viel und auch richtig harte Arbeit, denke ich. Also einerseits immer noch körperlich anstrengend vermutlich. Ja, das schon, aber wie Sie haben vorhin die Dokumentationspflichten angesprochen, das ist auch nervlich aufreibend. Wenn man da einen kleinen Fehler macht, das kann eigentlich fast den Betrieb kosten, wenn man jetzt diesen Pflichten nicht nachkommt. Man steht praktisch so unter Druck. Das muss man machen, weil jeden Tag eine Kontrolle im Betrieb sein kann. Und das ist schon hart. Also das ist eigentlich, die eigentliche Arbeit ist da nichts dagegen, gegen den nervlichen Aufwand bei den Dokumentationen. Also. Es sollte man ja davon ausgehen, dass jemand, der so viel und so hart, auch wie Sie gerade beschreiben, stressig arbeitet, auch gut und richtig gut von seiner Händearbeit leben kann. Wie ist das bei Landwirten? Wie ist das ganz konkret bei Ihnen als jemand, der Milchviehwirtschaft betreibt? Also ich bin jetzt 30 Jahre selbstständiger Landwirt. Eigentlich nur 3 Jahre gehabt, wo ich eigentlich gut von meiner Milch leben konnte. Und das, was ich da praktisch verdient habe, das wurde dann wieder in die Expansion des Betriebes reingesteckt. Und es wird nicht in die persönlichen Belange reingesteckt, sondern es wurde wieder investiert. Und die Investitionen sind dann auch im ländlichen Raum geblieben. Die sind praktisch auch in die Handwerker geflossen und die praktisch auch etwas davon haben.
Das heißt, Sie sagen 30 Jahre, davon hat es 3 Jahre lang finanziell funktioniert. Was ist in den anderen 27 Jahren? Von was ernähren Sie sich? Sie müssen ja auch einkaufen. Wo kommt das Geld her? Ja, das ist im Prinzip Raubbau, was wir Bauern eigentlich betreiben. Wir leben auf Kosten unserer Altersrente. Wir haben kein Geld, was wir zurücklegen können im Prinzip. Es muss investiert werden in den Betrieb, sonst ist der Betrieb innerhalb von 2 Jahren, wenn er nicht investiert, ist er weg vom Fenster. Und das ist in der Milchviehhaltung so, das ist bei uns in der Schweinezucht oder in der Mastschweinehaltung. Es betrifft eigentlich die Bauern im ländlichen Raum im Prinzip alle. Die Bauern heißt so die klassischen Bauernhöfe, also die Familienbetriebe, die leiden alle darunter. Ja, das ja. Herr Pfeiffer, was kann nun die Regionalmarke Eifel tun, um Landwirten wie Herrn Beger und seinen Kollegen zu helfen, um deren Einkommenssituation zu verbessern? Was ist da Ihr Ansatz? Muss ich vielleicht ein ganz klein bisschen ausholen. Wir haben ja 2001, 2002 der Landkreis Bitburg-Brümm diesen Wettbewerb gewonnen, Regionen aktiv, Land gestaltet Zukunft. Da sollten genau solche Themen und übergeordnete Dinge in schlechter strukturierten landwirtschaftlichen Gebieten erarbeitet, konstruiert werden, um die Landwirtschaft, um ein Zusammenleben in diesen Regionen, sagen wir mal, zu fördern. Das führen wir heute weiter, allerdings etwas mehr jetzt mit Blick auf Kunden. Wir müssen auch, sagen wir mal, unsere Kunden sind natürlich dann auch die Landwirte, sind Metzgereien, sind aber dann auch der Endverbraucher, dass wir denen immer mehr, sagen wir mal, Qualitätsprodukte hier aus der Region, ein Verständnis für die Region auch näher bringen. Das sind natürlich auch langwierige Prozesse, die dort stattfinden. Aber wir verstehen uns heute nicht als die Lösung für die Landwirtschaft in der Eifel, aber vielleicht als eine Möglichkeit, den Betrieben eine Alternative, ein zweites, drittes, viertes Standbein zu suchen. Auf einem Standbein wird es heute wahrscheinlich sowieso gar kein selbstständiger Betrieb, ob das jetzt ein landwirtschaftlicher Betrieb ist oder nicht, aushalten. Man muss sich heute generell ein bisschen flexibel gestalten und dafür könnten wir so eine Möglichkeit sein. Was könnten das dann für verschiedene Standbeine sein? Wir haben im Prinzip so 3 große Schwerpunkte, die wir behandeln. Das ist einmal der starke Bereich des Tourismus, ist natürlich gerade für die Eifel ein sehr hoher Wirtschaftsfaktor, Wirtschaftszweig. Da gibt es zum Beispiel auch, das gab es aber auch schon vor der Regionalmarke Eifel-Idee, dieses Naturlaub bei Freunden, Urlaub auf dem Bauernhof. Das heißt, die landwirtschaftlichen Betriebe haben immer schon, wie gesagt, auch vor uns nach Einkommensalternativen suchen müssen und auch gesucht und haben sich teilweise da wunderschön entwickelt, wo man halt Familien aus der Stadt etc. wunderbar hier unsere Region, unsere Qualitätsprodukte, unsere Mentalität hier aus der Region näher bringen kann. Mhm. Der zweite Bereich ist natürlich für uns. Wenn ich gerade zwischenfragen darf, Tourismus, Ferienwohnungen haben Sie, glaube ich, auch, Herr Beger, habe ich das richtig im Blick? Nein, die haben wir leider nicht und es war personell eigentlich nicht zu bewerkstelligen bei uns, aber es ist schon für die Leute, die es haben, ist es schon ein gutes Standbein. Ja. Der zweite wichtige Faktor ist natürlich dann die Lebensmittelbereich, den wir haben. Wir haben dann auch noch den forstwirtschaftlichen Bereich, der steckt aber auch noch in den Kinderschuhen. Und da geht es im Prinzip darum, dass wir schon versuchen wollen, in den Bereichen sagen wir mal Fleischproduktion über den Schlachthof bis hin zur Metzgerei hier in der Region die Wertschöpfung, die Verarbeitung etc. zu erhalten bei qualitativ kontrollierten Lebensmitteln. Das zweite Bereich wäre vom Getreide über die Mühle hin zur Bäckerei und zum Endverbraucher. Wir arbeiten auch mit einer großen Molkerei, natürlich in Brunsfeld aus der Eifel zusammen. Die Betriebe müssen alle in der Eifel liegen, die mit uns zusammenarbeiten. Also wir haben uns da schon so Sachen gesucht, die auch für die Eifler Landwirtschaft halt wichtig sind. Nicht nur, sagen wir mal, hochexklusive Einzelprodukte, sondern schon Produkte, wo sich viele Landwirte grundsätzlich auch in Zukunft
sagen wir mal, beteiligen könnten. Also Fleisch ist wichtig, Milch ist wichtig, Getreide, das sind ja die Hauptsachen in der Landwirtschaft in der Eifel. Das heißt, Regionalmarke Eifel, die gibt es ja auch wirklich als Logo, dieses geschwungene gelbe E, wo das drauf ist, da ist auch wirklich Eifel drin, von vorne bis hinten sozusagen. Ja, genau. Wir kontrollieren jede Stufe dieser sogenannten Wertschöpfungsketten. Das ist ja heute auch ein modisches Wort. Also wie gesagt, am Beispiel von der Wurst, die vielleicht hier in Trier in einem Regal in einem Supermarkt oder in einem Lebensmitteleinzelhandelsgeschäft liegt. Der Landwirt ist kontrolliert, der Schlachthof ist kontrolliert und natürlich der Metzger, der es herstellt, ist kontrolliert. Und so ist eigentlich das ganze System, was wir haben im Bereich der Lebensmittel. Qualitätsprodukte, der Begriff ist vorhin gefallen. Heißt das, die Landwirte werden auch kontrolliert auf bestimmte Standards hin, möglicherweise Richtung Bioproduktion? Ja, wir müssen vielleicht den konventionellen Bereich von der Bioproduktion so ein bisschen trennen. Mhm. Bio ist natürlich ein schönes Beispiel, um diesen Kontrollprozess zu kontrollieren, weil es ist eh getrennt von allen anderen Sachen. Da wird auch jede Produktionsstufe exakt untersucht und so weiter. Und das machen wir für unsere Regionalmarke Eifel Produkte in dieser Kette auch. Ich muss natürlich dazu sagen, auch ohne Regionalmarke Eifel werden die Landwirte kontrolliert. Es gibt da gesetzliche Mindeststandards, es gibt QS-Systeme, die sind heute Standard in dem Bereich Lebensmittel. Die Lebensmittelbranche ist ja eine der Branchen, die am meisten kontrolliert sind generell. Es ist auch gut so. Nur wir haben im Prinzip folgenden Weg eingeschlagen. Wir möchten ja schon ein bisschen was Besonderes sein. Mhm. Und das soll der Verbraucher auch wiedererkennen. Wir wollen ja auch, sagen wir mal, über den Gast, der uns besucht in der Eifel, über den Tourismus zu den landwirtschaftlichen Produkten kommen. Die Restaurants sollen auch unsere Produkte aus der Heimat einsetzen. Die Handwerker sollen die beliefern. Handwerker meine ich jetzt zum Beispiel die Metzgerei. Und der Landwirt soll den Metzger beliefern. Das ist ja so, was bei uns dahinter steckt. Was mich noch interessiert, dann schließe ich die nächste Frage an. Qualität hat ja auch ihren Preis. Und darum geht es ja auch um gerechten Preis sozusagen, dass Landwirte leben können von ihrer Arbeit. Sind denn die Verbraucher bereit, auch die Qualität entsprechend mit dem Geldbeutel zu honorieren? Deutschland ist generell ein Land, wo ja relativ niedrige Verbraucherpreise herrschen. Ich glaube, es sind die niedrigsten in ganz Europa oder mit die niedrigsten. Ist natürlich ganz stark geprägt durch unsere Lebensmittel-Einzelhandelslandschaft, speziell durch die Discounter. Ich denke aber, seit ein paar Jahren, auch durch den Bio-Boom nochmal, haben sich die Verbraucher schon so ein wenig mehr auf qualitativ höherwertige Produkte besonnen und das nehmen die auch an. Schön ist es halt, wenn man das hier mit unserer gesamten Region in so einen Kontext stellt. Zum Beispiel Wandern wird Erlebniswandern, Urlaub wird Erlebnisurlaub. Eifel kulinarisch essen in einem Restaurant ist nicht einfach nur schnell Mittagessen, damit man schnell fertig ist, sondern es ist auch irgendwo so eine Art, wie genießt man so eine Region, wie schmeckt die Region. Das ist so ein bisschen der Trend. Natürlich muss man auch ganz klar sagen, die Preise oder die niedrigeren Preise bei den Verbraucherpreisen, das wird bei uns schon so sein. Es wird sich nicht jede Familie heute permanent teurere, hochwertigere Produkte dauernd leisten können. Aber der Trend dahin ist eigentlich schon da. Die Verbrauchergewohnheiten haben sich geändert. Herr Begon, für Sie, aber auch für Ihre Kollegen als wie gesagt, Vorstandsmitglied in der katholischen Landvolkbewegung, kommen Sie auch rum, denke ich, haben Einblicke bei anderen Höfen. Ist das ein Weg, der wirklich spannend ist jetzt aus Sicht des praktizierenden Landwirts sozusagen, also wo sich wirklich neue Einkommensquellen erschließen? Ja, ich denke schon, dass für Einzelne wird es bestimmt ein gutes Zusatzeinkommen hergeben. Und es ist ja auch, wenn ich durch unsere schöne Eifel fahre, die ist ja auch an sich schon schön und die muss man halt eben auch, ich würde sagen, honorieren von den Seiten der Verbraucher. Und das ist eine Möglichkeit, das zu machen. Und das Eifel-E, das ist für mich ist das eigentlich ein super Marketing-Merkmal, auch um Werbung zu machen für unsere schöne Eifel. Mhm. Und es betrifft dadurch, dass Eifel-E so gut herausgekommen ist, auch die anderen Leute, die in der Eifel wohnen. Das Lebensgefühl in der Eifel wird, glaube ich, dadurch auch gehoben, dass andere Leute sagen, Mensch, die Eifel ist uns was wert.
Und ich würde sagen, wir gewinnen alle dadurch. Das heißt, es geht nicht nur um die Einkommen der einzelnen Betriebe, sondern es geht um den ganzen ländlichen Raum Eifel. Weil man kann ja sagen, warum macht man das überhaupt alles? Gibt halt einen Strukturwandel in der Landwirtschaft. Na ja, gut. Ja, sicher. Warum macht man das? Die Identität oder der Stolz der Bewohner der Eifel hat in den letzten Jahren, das merkt man nicht nur selbst, man kann ja das auch durch eine gefärbte Brille sich immer schönreden, aber auch von anderen Bereichen aus Deutschland, von anderen Regionen, hört man immer wieder, wie sich die Eifel grundsätzlich entwickelt hat. Und der Stolz der Bevölkerung ist eigentlich auch dahin gewandelt, dass man heute schon mit Fug und Recht behaupten kann, wir kommen aus der Eifel. Es hat sich also sehr, sehr viel getan. Da hängt mit Sicherheit auch die Autobahn dazwischen. Da hängt aber auch eine vernünftige Servicequalität dazwischen, die so eine Grundlage ist für unseren Bereich im Tourismus, wo die Leute auch vernünftig behandelt werden, die Gäste, die hier sind, die hier hinkommen, die auch dann wiederkommen sollen. Da hängt die Qualitätsorientierung der Betriebe dazwischen. Also es sind so verschiedene Sachen dabei, die ganz entscheidend sind und waren, wo natürlich auch die, sagen wir mal, die Leute, die Betriebe in der Eifel, aber sich auch darum bemüht haben. Also nur weil wir das Logo Eifel haben, passiert grundsätzlich, so schön das zwar für mich wäre, aber erst ja dann nichts, sondern das machen ja die Betriebe. Die Betriebe müssen sich drum bemühen. Die Betriebe müssen morgens um 6 Uhr aufstehen, sagen wir mal, die Kuh melken etc. oder den Gast morgens bedienen. Das heißt, die Betriebe müssen sich heute an dem Kundenwünschen orientieren. Aber wer das macht, wer das machen möchte, der hat mit uns vielleicht eine schöne Möglichkeit, weil wir mittlerweile Bekanntheitsgrad haben, weil wir auch viele Fehler gemacht haben, die abgestellt haben in unserem System, uns vielleicht oder sich vielleicht mit uns weiterzuentwickeln. Und das ist eigentlich so die Kernaussage dahinter. Das heißt, nicht nur der Trierer, der Koblenzer, der Mainzer und Speyerer ist stolz auf seine Stadt, sondern auch der Eifeler hat natürlich Grund, stolz zu sein auf die Eifel, keine Frage. Ja. Kommen wir nochmal zurück auf die Einkommenssituation, Herr Begon. Viele Leute, die eben nicht auf dem Land wohnen, sondern in der Stadt, haben mitbekommen, natürlich seit Jahren, Jahrzehnten wird darüber gesprochen, die Bauern bekommen ja viel Geld aus Brüssel, die ganzen Agrarsubventionen. Ja, wieso kommen Sie damit nicht aus, frage ich jetzt mal so ganz platt. Warum braucht es Maßnahmen wie Regionalmarke Eifel und anderes? Warum sagen Bauern immer noch, das Geld reicht hinten vorne nicht, wo doch so viel Geld aus Brüssel in die Landwirtschaft gepumpt wird? Ja, beispielsweise jetzt, der Milchpreisverfall ist ja im letzten Jahr in aller Munde gewesen. Das hat ja wahrscheinlich jeder in der letzten Ecke der Deutschlands gesehen, dass die Bauern auf der Straße sind und die Bauern sich das im Prinzip nicht gefallen lassen wollen. Und es ist im Prinzip, von meinem Betrieb kann ich das eigentlich sagen, wir produzieren ungefähr 600.000 Liter Milch. Wenn mir 15 Cent fehlen, dann sind das 90.000 Euro, die mir letztes Jahr gegenüber dem vorletzten Jahr gefehlt haben. Und die sind durch keine Einkommenszuschüsse aus Brüssel oder aus Berlin oder was weiß ich wo zu decken. Und die Lücke, die da entstanden ist, die muss auch in diesem Jahr irgendwie anders geschlossen werden. Die 500 Millionen, die Berlin jetzt in Richtung Bauern gibt, wir haben das bis jetzt nur gehört. Im Juni sollen die ersten Zahlungen kommen. Das sind 27 Euro pro Kuh. Das ist, rechnen sich das bei meinem Betrieb aus. Das ist nicht die Welt. Das, wenn ich auf, das macht mein Betrieb, ich habe es hochgerechnet, 6.000 Euro aus. Das ist für jemand eine ungeheuerliche Zahl. Ist viel Geld, auch für mich. Aber gegenüber den Einkommensverlusten, die ich habe, tatsächlich gegenüber den Kosten, die ich auch in meinem Betrieb habe, um meine Kosten zu decken, brauche ich mehr wie Einkommenszuschüsse. Und der ganze Markt müsste sich ändern. Und wenn jetzt der Bauernverband irgendwann von Abschlachtprämie geredet hat und der andere Verband von Saldierung abschaffen, wodurch die Menge dann gekürzt würde, dann ist das für mich, sind das babylonische Zustände, wenn die beiden sich nicht verstehen. Die müssten sich verstehen. Sie reden ja beide von Mengenregulierung, wenn sie sowas angehen. Und im Prinzip ist das etwas, was in meinen Augen eine Uneinigkeit unter den Bauern, die
ausgenutzt wird von der Politik. Ja, das heißt, es wird nicht mit einer Stimme gesprochen. Es gibt verschiedene Verbände, die verschiedene Richtungen verfolgen. Ja. Aber trotzdem nochmal, also wenn ich das richtig im Kopf habe, sind ja die Agrarsubventionen der größte Ausgabenposten in der ganzen EU. Irrsinnig viel Geld. Profitieren die kleinen Höfe davon nicht? Ja, ich habe jetzt, war auf einer Veranstaltung gewesen, habe ich das mal in Relativität gesehen. Also der Verbraucher in der EU gibt 68 Cent pro Tag an Zuschüssen für die Lebensmittel aus. Das sind jetzt die EU-Zuschüsse und die deutschen und die französischen, alle mit eingerechnet. Also es sind 68 Cent. Und wenn ich jetzt das hochrechne, ich habe es gehört, die fünf Länder, Großbritannien, Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland, geben 20 Milliarden mehr für die Rüstung aus. Dann sind die Zahlen in Relativität gesehen. Also für den Verbraucher ist das eigentlich gut angelegtes Geld, würde ich sagen, wenn er die Zuschüsse zulässt. Der Verbraucher muss sie ja zulassen durch die Politik. Weil dadurch bekommt er billige und auch, ich würde sagen, auch bei uns sehr gute, gesunde Lebensmittel und kontrollierte Lebensmittel. Alternative Einkommensquellen. Wir haben eben schon gesprochen über die Möglichkeit, die die Regionalmarke Eifel bietet. Jutta Höhns und Sabrina Gerabi haben ein weiteres Beispiel recherchiert. Ahrenrath in der Nähe von Wittlich. Hier hat Markus Lieser seinen Hof. Der 47-jährige Landwirt bewirtet seinen Betrieb schon seit etlichen Jahren. Ich habe 1994 den landwirtschaftlichen Betrieb von meinem Vater übernommen, damals mit 40 Kühen. Dann habe ich das aufgestockt auf 60 Kühe, habe dann doch sehr schnell gemerkt, dass das sehr arbeitsintensiv ist und auch die Milchpreise waren derzeit nicht so ganz optimal, so dass ich mich nach Alternativen umgeschaut habe. Sein ehemaliger Kuhstall ist stillgelegt. Wo früher 60 Kühe gemolken wurden, finden heute landwirtschaftliche Fahrzeuge ihre Unterkunft. Niedrige Milchpreise machen den Bauern zu schaffen und bedrohen so manche Existenz. Die Diskussion um Quote und Preis bleibt bestehen. Als der Milchpreis enorm gesunken war, orientierte sich Markus Lieser um. Damals 2004 stand ich eigentlich vor der Entscheidung, entweder die Milchkuhherde zu verdoppeln oder wesentlich aufzustocken und damit auch wieder stark zu investieren in diesen Bereich oder halt eben Alternativen zu verwirklichen. Und da habe ich mich halt eben sehr für die erneuerbare Energien interessiert. Die Äcker und Wiesen hatte ich und die wollte ich irgendwie anders nutzen und deshalb kam man zu Biogas. Das tägliche Geschäft des Landwirtschaftsmeisters hat sich verändert. Anstelle der Milchkühe findet man heute Mais, Gras und Sonnenblumen auf seinen Feldern. Das Produkt Methan anstelle von Milch. Das ist auch irgendwie mit der Natur, mit den Tieren, das ist irgendwie auch artverwandt. Im Prinzip passiert ja in einer Biogasanlage nichts anderes wie in der Kuh, von der Verdauung her. Biogas entsteht über einen natürlichen Vergärungsprozess. Die nachwachsenden Rohstoffe werden einem Fermenter zugeführt. Bei 41 Grad entstehen Bakterien, die zur Produktion von Methan dienen. Die Reste der vergärten Rohstoffe sind nichts anderes als geruchsneutrale Gülle, welche die Zulieferer zurückerhalten. Das nun entstandene Gas wird über eine Heizkraftanlage aufbereitet. Etwa 500 Haushalte können nun täglich mit Strom versorgt werden. Strom, welcher aus nachwachsenden Pflanzen produziert wurde. Es profitieren von der Biogasanlage zunächst einmal alle Beteiligten. Die Landwirte, die ihre Materialien hier zu uns bringen, natürlich auch alle, die Aufträge technischer Art und Weise von uns erhalten und letztlich auch der Endverbraucher, der CO2-neutralen Strom zur Verfügung gestellt bekommt. Und unterm Strich war es für mich definitiv eine Verbesserung. Ich habe etwas weniger an Arbeitsbelastung, ich habe etwas mehr auf dem Konto und insgesamt macht es mir auch mehr Spaß. Also letztlich, ich würde es jederzeit wieder tun. Fest steht, dass im ländlichen Raum ein Wandel stattfindet. Das auf Ackerbau und Viehhaltung begrenzte Tätigkeitsfeld des Bauern von früher erweitert sich. Erneuerbare Energien sind eines der alternativen Erwerbsfelder für den Bauern der Zukunft.
Ja, Herr Begon, es gibt die eine oder andere Möglichkeit, wie Landwirte sich zusätzliche Einnahmequellen erschließen können. Wie sieht das für Sie aus oder was wissen Sie vielleicht für Kollegen? So ganz andere Alternativen, kommen die in den Blick, Beispiel auf Biogas zu setzen oder auf Windkraft zu setzen? Das ist ja nicht das, was ein Bauer üblicherweise getan hat. Ist das, sagen Sie, das ist eine realistische Sache, die interessieren kann? Ja, in jedem Fall würde ich sagen, es sieht nicht jeder seine Zukunft im Kühemelken oder im Schweinemästen, aber es ist eine sehr gute Möglichkeit, praktisch auch noch Geld auf dem Land und mit dem Land zu verdienen, wenn er beispielsweise eine Windkraftanlage baut. Und für mich ist das als Bauer etwas sehr Nachhaltiges. Wenn unsere Technik tatsächlich irgendwann etwas Besseres findet, dann baut man die Windkraftanlagen ab und man hat nichts zerstört. Die Landschaft ist nach wie vor da. Aber solange, und die Biogasanlagen, das ist für mich eigentlich ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist es Konkurrenz für mich auf der Fläche, für die Milchviehhalter. Und das in der Eifel ist das schon eine richtig große Konkurrenz gebietsweise. Und die machen die Flächen teuer, damit wird die Milchproduktion auch teurer und wird unrentabel. Und das ist im Prinzip für mich nicht so ganz zu akzeptieren, solange die Biogasanlagen so ineffizient arbeiten. Wenn nur 40% von der Energie, die wir in die Biogasanlage reinstecken, auch als Strom wieder rauskommt, wenn die Rest als Wärme praktisch in der Luft verpufft, ist das für mich nicht sinnvoll, so mit unseren Ressourcen, mit den knappen Ressourcen umzugehen. Aber es sind einige Biogasanlagen, die auch so weit sind, das zu nutzen. Aber da muss noch weiter geforscht werden, um das überhaupt sinnvoll zu machen. So dürfen wir in unserer Welt mit unseren Ressourcen bei dem Hunger in der Welt nicht weiter umgehen. Also Tourismus ist schon angesprochen worden. Heißt das insgesamt, dass ein Landwirt heutzutage ja sehr vielfältig tätig sein muss auf ganz verschiedenen Feldern, nicht nur eben so in der klassischen Landwirtschaft, sondern gleichzeitig ja, Ferienwohnungen anbieten, vielleicht zusätzlich eine Windkraftanlage haben und weiß nicht, was einem noch einfallen kann. Also dass Landwirte heutzutage sehr vielfältig tätig sein müssen, wenn sie überhaupt überleben wollen? Ja, ich sehe das auch, aber die knappste Ressource in unseren Betrieben ist immer die Arbeitskraft. Und dann muss es ja natürlich Leuten liegen, Gäste zu bewirten. Das liegt auch nicht jedem. Also man muss im Leben auch seine Stärken suchen und auch in diese Stärken muss jeder praktisch auch versuchen zu investieren. Und wo bei uns die nächste Generation die Stärke sucht, das ist praktisch auch noch offen. Aber bei uns Bauern ist es so, wir haben sehr viel Geld in einer Produktionsrichtung drinstecken. Da jetzt jedes zweite Jahr umzusatteln, ist unmöglich. Weil Landwirtschaft ist langfristig finanziert. Und Milchviehhaltung ist eine der teuersten Produktionsvarianten überhaupt. Milch ist eigentlich das Kostbarste, was wir haben auf der Erde und produzieren können. Da kann ein kleines Kind bis zur Oma, bis zum Opa, können alle davon leben. Und es ist praktisch aus Gras und aus Mais und aus Getreide ist was Kostbares geworden. Und das hat der Herrgott gemacht zum Teil. Und wir Bauern sind halt eben die Werkzeuge dafür. Die nachfolgende Generation, haben Sie gesagt. Wie sind überhaupt die Chancen für Betriebe wie Ihr? Ich sag mal noch mal den klassischen Bauernhof, den Familienbetrieb. Wenn wir den in 20, 30, 40 Jahren noch haben? Oder ist der untergegangen zugunsten von Agrarfabriken? Ja, meine Befürchtung ist, dass die Politik den klassischen Bauer, also den Familienbetrieb, nicht mehr kennt, also praktisch schon aufgegeben hat. Die andere Sache ist, weshalb ich noch Hoffnungen habe, dass es weiterhin Familienbetriebe gibt. Es lässt sich kein Betriebszweig oder keine Betriebsform so ausnutzen wie der Familienbetrieb. Wenn jetzt im Osten Betriebe mit Arbeitskräften mit Lohnarbeitskräften arbeiten, die haben ihren Urlaubsanspruch, die haben ihren Altersanspruch, die haben praktisch alles, was in Deutschland für richtig halte, dass es in Deutschland gibt. Und auf Dauer finden die auch nicht Leute, die zu billig arbeiten. Und ich denke, von daher ist es gerade in der Milchviehhaltung, wo auch
in großen Betrieben. Ich war vor 2 Jahren in Italien, ein 1000-Kuh-Betrieb, der hatte 30 Leute aus Sri Lanka beschäftigt. Der hat auch nur knapp 40 Kühe pro Arbeitskraft gemacht. Das schaffen hier in der Eifel die Familienbetriebe, ich würde sagen, locker. Und es ist eine Zeit, wo wir es verdammt schwer gemacht bekommen. Aber ich hoffe immer noch, dass es da durchgeht. Die Regionalmarke Eifel zielt ja auch auf die kleinen und mittleren Betriebe. Bei aller Kraft, die Sie investieren, realistische Einschätzung von Ihnen, 30, 40 Jahren, gibt es dann Ihre Kunden, Ihre Zielgruppe noch? Also ich hoffe und glaube es eigentlich auch, aber ich denke auch so ein landwirtschaftlicher Betrieb wird sich heute so ein bisschen entscheiden müssen und das ist wohl auch dann diese Übergangszeit, die mit Sicherheit sehr schwierig ist. Entweder ein ganz großer Betrieb, sage ich mal, der wirklich rein betriebswirtschaftlich nach Zahlen orientiert, dann ist das egal, ob es ein Industriebetrieb, ein landwirtschaftlicher Betrieb sind etc. Da geht es um Kosten, da geht es um Output, um Leistung. Und das andere wird wahrscheinlich ein Familienbetrieb sein, der sich sehr stark spezialisiert auf ein tolles Produkt, auf mehrere tolle Produkte, auf eine Kombination aus verschiedenen Einkommensquellen wie Energie etc., so eine Art Tausendfüßler-Mentalität. Aber eine ehrliche Mentalität, also vormachen sollte man sich da auch nicht. Das ist eine reine betriebswirtschaftliche Betrachtung. Und es wäre ganz wichtig für unsere Region hier, Eifel, natürlich dann auch für Trier, weil es kommen auch viele Lebensmittel von der Eifel nach Trier, dass wir so einen gewissen Selbstversorgergrad in unseren Regionen uns wieder erarbeiten. Das sage ich jetzt mal bewusst, weil der ist ja teilweise verloren gegangen. Und ich hoffe, dass das so eintritt, dass dafür kämpfen wir, dass, sagen wir mal, mit unseren ganzen Zielen und Rahmenbedingungen, mit denen wir so am Markt agieren, Qualitätssysteme etc., wie die Betriebe für die Zukunft ein bisschen wettbewerbsfähig machen. Weil sonst kriegen wir tatsächlich nur noch Milch aus, irgendwo aus Europa. Das Fleisch kommt aus sonst woher und das Obst kommt aus Übersee mit dem Flieger. Und darüber redet ja jetzt keiner. Wir müssen gucken, dass wir hier in unseren Regionen, ob es Mosel, Eifel, Hunsrück, wie auch immer ist, dass wir hier einen Selbstversorgungsgrad uns erarbeiten, halten und erarbeiten. Bei all der Globalisierung ist das notwendig. Markus Pfeiffer, Geschäftsführer der Regionalmarke Eifel und Alfred Begon, Landwirt aus Messerich in der Eifel. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie die Sendung noch mal sehen wollen, das geht im Internet über die Internetseite www.ok54.de. Alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.